going to the moon without me? Can't have that. Wir fliegen dem hinterher. Ins Weltall. Okay. Old train. Oh boy, wie sehr verprügelst du mich? Okay. Dude, ich bin da rausgedodged. In der Reach Time. You have to be fucking shitting me. Wow. Audio, please. Oh, wow, okay. Meinst du, deine Summons interessieren mich? It's problematic. Oh boy. Ich sehe kaum was.
What the fuck are they doing here? Die entziehen mir Magic Power, das ist aber nicht nett. Stop it, okay. Ich glaube, der Schwarze muss zuerst sterben. Der Schwarze ist derjenige, der mir Magic Power entzieht, was ziemlich nervig ist. Kann ich mich wirklich bewegen, weil Shit auf dem Boden everywhere. Okay. Oh, okay, das waren zwei Laser. Ich dachte, die kommen gleichzeitig. Mhm. Die Kombo macht so viel Schaden. Nice try, Idiot. Oh, das war zu spät. Deine Summons interessieren mich nicht. Okay, maybe. What the fuck is this? This is every fucking Bayonetta he killed? Oh mein Gott. Wie viele Designs gibt's? Holy shit. Ich habe nie die Abracadabra-Waffe ausprobiert. Clearly you haven't been paying attention.
Well, so viel dazu. Guy is getting wrecked. 5000 Schaden genommen, holy shit. Der gibt da nicht auf, ne? Gute Nacht, Eva. Lovely. Come on in range. Wie viele Helfbars er halt hat. Shit, man. Come on.
Okay. Attack it! Gott, ist das janky. Well, that didn't really help. Hier hat immer noch 10.000 Health Bars. I can maybe try something. Maybe. Motherfucker, stop fucking kicking me out of the arena and shit. It's like really annoying. Nach der Witch Time hätten, wenn überhaupt. Stop it. Ich mag die Waffe, aber mit der zu hitten ist halt gefühlt impossible. Dein Summon war noch draußen, wirklich. That's bad. You're not getting nervous, are you? Ist dasselbe wie die Intro-Sequenz. What am I supposed to do here? Don't count me out. Weil ich kann nicht summonen, ich kann irgendwie nicht attacken. Ich kann zu ihm laufen und irgendwie bonken. Bonk. I'll be the one who decides what the truth will be. Oh.
Mhm. Kommt mir alles sehr bekannt vor. You didn't cry while I was gone, did you? You all seem to be having a good time. Awfully rude of you not to invite me, don't you think? What is happening? Wieso gibt's mehrere? Was? Women of our caliber don't need invitations, darling. Right. What? Lot of us will do next. Ooh. Do it. Ich hab sogar das alte UI. What the fuck do I even have? I have this? Okay. Is the alte combo? Oh, she has the old combos. Oh, and I have charge shot, okay. So interesting. Was für ein Schmuckstück hat sie ausgerüstet? I don't know. Okay.
No twig. You still don't realize just how stubborn I am, do you? No matter how many of me there are, that doesn't change. That's my unshakable truth. My sons are simply erasing you all and your so-called truth. And in this very instant, okay, Moment. Ich hätte gern das Originalkostüm für die Cutscenes. Wow, what is this? Holy shit, okay, that's like fuck ton of damage. Lass dich doch einfach mit der Fulkobo treffen. No, er blockt die Full-Combo einfach. Wenn ich damit gecharged einmal hitte, Alter. Ja, ist nicht drin. No way. Schade. Ich hätte damit echt gern gehittet, aber don't see how. Was kann Abracadabra? Ist bestimmt eine gute Idee, im letzten Fight die letzte Waffe auszuprobieren. Okay, das ist Jojo. Okay.
Please kill me. Ja, das ist das, was ich erwartet habe. To amuse me, Luca. I could imagine worse men to spend my last moments with. Hey, you're the only one I want by my side. We've got to keep her safe. I know. She's the one who's going to keep our truth alive. Why the fuck does he have this power? Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Interessante Attack von Ayakadaba, holy shit. Ich brauch halt nicht mal in die Nähe kommen. Cross ranged attacks. Come on, da bin ich drüber gejumpt. Das muss ich ja nicht eben. Was passiert? Wir kadabern ihn einfach weg. Was sammeln wir jetzt? Ich schon wieder. Ich finde ihn halt relativ langweilig, aber okay. Das wär's 3. Oh Gott, das ist cheesy as fuck. That's not good.
You... I can't see anything. I can't hear anything. I'm right here! Das ist Bayonetta 2, ja. You can still be safe. Selbst wenn sie da runtergerissen wird. She's okay. Seems like we always find each other whenever she needs us. And we've already come so far. Fate brought us here together. It will never tear us apart. Wie oft hören wir diese cheesy Line noch? We'll always be together, Cereza. No, Luca. We've always been together. My clumsy, lovely fool. Will forever be in my heart. He's going with her. Daddy. Mommy. Yeah, that's nothing new. It's not over. You can still go to hell and fucking get them back. Asked Rodan, you should know about that. A face that looks like mine. Your memories lost in time. Wenn das das Ende ist, ne, dann ist das einfach. Oh man, wo ist der Epilog? Weil das ist offen as fuck. Das ist mega offen, as fuck. Was heißt Mute mit? Ein bisschen leiser Sternkostüm, ziemlich shit. Los. Das wäre halt ein super weirdes Ende, though. Ich meine, alleine schon, warum hat Luca irgendwelche Werwolf-Powers? Mit Witch-Time. It's like, what? Hä? I want an explanation for this, please. Weil ich verstehe absolut nicht, warum. Außer er ist irgendwie... Hat es von irgendeiner Paralleldimension... Das ist halt immer das Ding mit Multiversum-Shit. Du kannst halt immer eine Antwort aus dem Arsch ziehen. Und ich wäre keiner mad, wenn es kein Epilog gäbe, weil das ist irgendwie weirdes Ending in der Theorie. Ja, wir will sehen. Gucken, ob es da ein Epilog gibt. Aber Pacing in diesem Spiel ist horrible. Das Pacing in diesem Spiel ist... Das komplette Spiel über so wie im zweiten Part von Bayonetta 2, also im weil ich jetzt in der zweiten Hälfte. Ja, doch eigentlich in der zweiten Hälfte. Und am Anfang war halt
Exploration Fight, Exploration Fight, Exploration Fight. Und hier hast du einfach Situationen, wo du, ey, riesiges Gebiet Exploration, erfahren. Und dann irgendwie wieder derp. Hast du manchmal gar nichts. Das ist super weird. Ich find's gut, wie mein Sound einfach über das Maximum spiked. Come on. Ey, so ist schön. Ich meine, dass die Story ein bisschen cheesy ist und oh yeah, Sigurd ist der Böse, yeah, whatever. I'm fine with this. Warum man unbedingt Multiversum-Shit weitermachen muss, beziehungsweise überhaupt anfangen muss, ist like derp. Ich meine, es. Im Endeffekt leitet es zu coolen Situationen wie im Ende, wo du dann quasi mit allen drei Bios spielst. Ich hätte mir gewünscht, dass du am Ende nicht nur die erste Bio hättest, sondern auch die zweite Bio. Die zweite hätte dann Unreal Climax gehabt. Das wäre cool gewesen. Wenn du einfach den. Weil Sunny kann die erste einfach auch Demon Slave Shit. Ist halt super merkwürdig. Aber hey. Show me what else is there. Außerdem habe ich nie die Peitsche gefunden. Was mich ein bisschen andüdelt. Und warum muss hier diese Schleife an der Hüfte hinten haben? Literally über den Po geklatscht. So weird. Ich glaube, was sie alles outsourced haben. Ich meine, das Viola, das Child von den beiden, das ist like kinda obvious. Eigentlich schon seit Anfang des Spiels. Das hat nicht unbedingt eine große Revelation. Langsam können die Credits mal fertig werden, oder? Und Gott denke, dass das Tokyo-Design, dieses Tokyo-Beta-Bayonetta ist immer noch das beste Design. By far. Warum zersplittert sie? Was? Natürlich, wenn du mir keinen Epilog gibst, bin ich sickig. You're never gonna fucking forget it.
Nemo Viola hat kein Dings. What the hell? Okay, cool. Das ist halt nicht dodgeable mit ihr. Es ist so nervig, dass sie keine Witch Time auf Dodge hat. Es ist echt so nervig. Ich komme halt nicht an den ran. Ja, ich kann die halt nicht parieren. Weil... Underground Shit. Come on. Okay, ich dachte, das ist eine Cutscene. Was ist das für eine Waffe, die sie basically benutzt? Mach mal Trash. What the fuck is this? Gott, ich wünschte, sie hätte Dodge. Und nicht Parry. Ich bin halt so gewohnt, auf Dodge zu drücken. Das ist mein größter Gripe. Dass sie keinen Dodge hat. Es ist einfach so schwer zu spielen. Geh bitte einfach, Chech. Ich kann nichts tun. Kein Witch Time auf ihr, gar nichts. Bring it on!
here, Daddy. Okay. Fairy form. Well, you're dead. This fairy form is fucking broken. Lesson, Viola. But for someone who's grown so much, perhaps the gift of a new name is in order. Thanks, Mummy. I'll treasure it. Always. It's weak. It's super weak. Oh boy. I stand at your gate. It's like so fucking weak. The song that I sing. That's the unskippable intro and cut things. Gott, ist das ein weakes. Das ist halt auch ein weirdes Ending. Kannst du halt offen lassen, du kannst damit alles machen. Aber zufriedenstellen ist das definitiv nicht. Wow, das war mir gefühlt der erste Fight. All eyes on me now. A moonlight serenade. Also ich hoffe nicht, dass wir das so enden, weil das ist Let us stray till break of day. Sie hat keinen Grund dafür. Das ist halt auch so ein ganz anderes Ding. Wow, he's dead already. Oh Gott, 5 FPS. Und nehmen wir das weg. In the June night, I stand at your gate. Too late. Oh no, wieder 5 FPS. Okay, he's dead. Okay. Die Fights sind so verdammt easy. Das ist ein cooler Ending Screen. Oh Gott.
gibt so viele Games, an die mich das erinnert. So ein Sound, aber garantiert nicht an Bayonetta. Nicht mal ansatzweise. Also, ich verstehe, warum die Musik so ist, wie sie ist, aber ich muss nicht damit einverstanden sein, glaube ich. Ich finde sie zumindest sehr, sehr schwach. Also die Musik ist manchmal... Ich meine, sie passt dann immer zu den Szenen. Sie passt nicht zum Franchise. Das klingt wie fucking Nier Automata Bossfight. Nicht wie Bayonetta. Nicht mal. Nee. Ganz klar näher. Ich meinte, selbst der. Weißt du? Selbst im zweiten hatte ich manchmal so, ne? Hey, das ist nicht. Ne? Warum ändert die Sound mitten in den Credits? What? Das Spiel mitgekriegt, dass ich über den Sound flame. Es ist einfach. Das hört sich immer so verspielt an. Was ist, als ob jemand Spaß gehabt hätte, diesen Kram zu komponieren und zusammenzusetzen? Hä? Na, können wir bitte wieder auf die andere Musik? Ich meine, klar, es ist einfach, ein Orchester hinzusetzen und, ne? Coolen Shit zu machen, aber... Soundtrack ist a letdown, in meinen Augen. That's it. Prescription check, will ya? Hey, hold on. Remember that last job? The one you half-assed? The adder almost took my head off of that shit. I keep telling you, kid. Huh? Oh, no. Nobody, you know. Yeah, I know. The baguettes, right? Forget about it. I'm coming straight home. Honest. Direct with the good stuff, fresh from the oven. Playing hooky again, huh? You know, I'm the one who has to hear it from your pops when you decide to turn my place into study hall. School's closed today. It is, seriously. So anyway, got anything good for me? Something where I can let off some steam? Got a leaky roof? Truck salvage? A lost cat, and some ghosts haunting an old house. That's the one! Don't wait up, okay? Cheshire! What? Viola, that's coming out of your cut for this one. So's its kibble. Shit, my bad. Forgot to use the family name. Be back by curfew. Bayonetta. Okay.
Let's dance, baby! Dann muss ich das mal sagen lassen. Ich habe mir sowas schon gedacht. Aber... I don't know. Manchmal fragt man sich einfach, was passiert wäre, wenn das Bayonetta-Franchise nicht in Nintendo-Serien gelandet wäre. Weil das gibt mir halt diese Vibes, die auch Dings. Es gibt mir diese DMC-Vibes, so von wegen, hey, wir wollen das Franchise irgendwie neu starten. Und das ist halt bei DMC übelst nach hinten losgegangen und ich glaube, das würde hier auch nach hinten losgehen, wenn die das versuchen würden. Yeah, look at this shit, dude. Fucking Tokyo Bayonetta ist die beste. By far. Ist nicht mal close. Ich frage mich halt trotzdem, es gibt trotzdem noch so einiges, was ich mich frage. Alleine, warum? Weißt du, sie hätten sie im Endfight einfach töten können, aber nein. Sie haben vermutlich mit Absicht einfach dieses. Die Animation, also dieses, hey, ihre Seele fliegt aus ihr raus, so wie bei John in Bayonetta 2 genommen. Und dann geht. Sie zusammen mit Luca nach Purgatory. So, du kannst immer noch quasi aufbauen mit Hey, she's still alive da unten, weil Jan war ja auch, aber bei Jan war irgendwie ein Timer und dafür braucht man irgendwie ein Body und der Body ist was weiß ich nicht wo. Multiversum Bullshit. I don't know. Und es ist halt weird, wie man von Bio auf dieses neue Viola British Punkrock Design kommt. Oh boy. Warum? I don't agree mit diesem Ende at all. I don't. I really do not agree with this. This sucks. Ich meine, ja, jedes Franchise muss irgendwo mal ein Ende, aber doch nicht so. Und als ob die für British Punkrock Viola irgendwie. I don't know. I really don't know. Kann ich nicht irgendwie irgendwas? Mein Controller ausgegangen? Nee, mein Controller ist noch da. Okay. No.
Neue Waffe, hä? Ultimate Climax als Schwierigkeitsgrad, das ist normal. John wurde der Charakterauswahl zugefügt. Schusswaffen können also Flucht verwenden. Was? Okay. Bayonetta. Ja, und da du jetzt hier auf eine Chapter-Auswahl kommst, ist Dings. I don't know, man. I really don't know. Was ist das? Ach, Witch Trial. Shit-Tons an Superspiegel, Platin-Ticket, ist zum Fight gegen Rodan. Lass mich mal in irgendeinem Chapter, wo ich Bayer spielen kann. Ich glaube, es ist hier. Wo war das letzte Chapter? Ich glaube, das hier. Ich glaube, das hier am Anfang geht. Ja, ja. Rechts müssen wir mal die Waffe angucken. Man, I'm kinda mad about this ending. I'm really kinda mad. Let's see. Was für Waffen habe ich gekriegt? Okay, das ist ein stinknormales Schuss. Ich habe da irgendwie eine neue Waffe gekriegt. Nicht Gehprügel. Abracadabra, Tartarus. Grausame Altea. Mir fehlt immer noch die Alrau, ne? Was so weird ist. Was ist grausame Altea? Let's see. What the fuck is this? Oh, ist das wie... Das erinnert mich so ein bisschen an Undine. Das ist der Dämon. Holy shit. Oh. Okay, die sind cool. Okay. I think I'm done. Bin ich zufrieden? I don't know. Es ist ein gutes Spiel, auch wenn ich die Story überhaupt gar nicht mag, besonders das Ending nicht. Ich meine, das Ending ist halt kinda offen gehalten. Es ist weird. Es ist einfach nur weird.